Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und es soll ja immer mal wieder was Neues geben und dementsprechend zeige ich euch hier ein Bollwerksgefecht von den Panzerknackern gegen USSR. Wie man sieht, USSR ist auf jeden Fall ein sehr achtbarer Clan, haben wirklich sehr solide Spieler dabei, also hier auf Augenhöhe von der Wertung, definitiv. Und der Gegner hat auch immer sehr viele Gefechte, also ein sehr erfahrener Gegner, wie man an den Werten sieht, die lilanen rechts hinterlegt. Also von dem her, da kann man sich was freuen. Siegfriedlinie ist die Karte. Und der Captain spielt hier den T110E5. Das Setup sieht man auch. Mix aus 50-50 schweren mit leichten Panzern, mittleren Panzern. Der Gegner ist ein bisschen mittlerer unterwegs sogar nochmal. Also der hat in Anführungszeichen nur 4 Schwere dabei. Da sind sie hier mit ihren 7 an der Zahl doch deutlich besser ausgerüstet für diese Karte, würde ich sagen. Weil die Karte natürlich vielleicht nicht unbedingt so den Medium Rush erfordert, wie es sonst der Fall ist. Bin ja sehr gespannt, wo sie aufploppen. Sie fahren jetzt hier die Nullerlinie entlang scheinbar. Oh, er ist hier offen. Bietet hier gleich hart die Seite an. Macht einen Blindshot. Und da ist jetzt der erste offene. Der E50. Der Badget da drüben. Ziel erfasst. Ich sehe sie nicht mehr. Scheinbar haben sie sehr stark da oben auf dem Hügel gekämpft. Aber jetzt drücken sie geschlossen hier rum. Sie sind jetzt hier stark auf einem Pulk. Da drüben ist die ersten Gegner auch hitbar. Er mit Auto-Aim trifft er den ersten T62A. Sehr gut. Der erste ist schon down. Zwar die Badshot. Man sieht hier jetzt in der Übersicht praktisch, wie die Gegner jetzt auf die Leute von PZK fahren. Hinten die Badshots noch weit weg. Jetzt wird hier ein richtiges Scharmützel entstehen. Der E50M rammt hier das Objekt. Kann jetzt aber wahrscheinlich hoffentlich rausgenommen werden durch den Captain, nimmt ihn raus. Objekt 140 auf der rechten Seite ist low, ist auch rausgenommen worden. Jetzt ist hier in der Mitte in der Stadt die AMX 50B und das Objekt allein gegen eine Überzahl an Gegnern. Allerdings haben sie hier noch einen E5 gegen sich, den sie dafür an ihrer Seite wegmachen. Steht 7:5. Nun jetzt der Rest der Gegner. IS-7, Objekt, E5, AMX ist wahrscheinlich im Reload. Ist jetzt rausgenommen worden. Jetzt auf den IS-7. 7:7 steht's, enge Kiste. Aber sie können sich hier ein bisschen befreien und ein bisschen herausschießen. 9:9 steht's allerdings. Der E5 ist hier recht low. Er geht aber, nee, er switcht auf den E5 um. Nimmt ihn raus, sehr schön. Jetzt noch der IS-7, es steht 10:9, PZK hat die Führung übernommen. Ist auch raus, sehr nice. So, jetzt 11:9, das ist langsam auch schon die Vorentscheidung. Die Badger ist außen auf dem Weg entlang. Kann hier nicht mehr viel machen, das Objekt hier ist recht low. Die Arti kann hier fast gar nicht wirken vom Gegner, man hat hier noch so gut wie keinen Schuss gesehen. Oh, das war ein Teamkill der eigenen Arti. Schade, schade. Jetzt ist nur noch die Badshot und die andere Arti am Leben, aber hier in der Stadt haben sie es gerissen. Natürlich auch dem HP-Pool geschuldet, dass er einfach mehr Anzahl an schweren Panzer dabei hat. Das sieht man auch, wer am Leben ist. Das sind nur noch die schweren Panzer und die Arti. Sehr schön gemacht. Und wie gesagt, jetzt ist nur noch die Frage, wo ist die Badshot? Ich habe auch noch schön mit dem Premium-Verbrauchsgut, mit dem Verbrauchsgut, mit der Artillerie, mit dem Artillerieschlag umgegangen. Das hat man zwischenzeitlich gar nicht gesehen. Den konnte er hier aktivieren. Er jagt jetzt die Badshot. Und wahrscheinlich der andere E5 geht mal Richtung Arti suchen. Da ist die Arti. So, die Arti ist raus, Badger ist noch am letzten
die Batchet nimmt noch ihrerseits den E5 mit, aber das dürfte es jetzt gewesen sein. Nimmt doch mal den anderen E5 mit, aber jetzt hat es er hier entschieden. Macht hier seinen Krieger sogar klar. Den sechsten Kill, 2684 Schaden. Schöne Runde, sehr spannend in der Stadt, hat mir saugut gefallen. Ja, und auch mal wieder was Neues. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal wieder so ein bisschen anderes Gameplay bei World of Tanks zu sehen, und zwar ein Bollwerksgefecht. Und wenn das so der Fall war, dann lasst mir doch einen Daumen da, dann weiß ich, dass ich das vielleicht öfters mache. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.